Nein, du bist schon bei Minos. Bekehrung verlangen? Konvertiert zum Glauben Asatru. Ist der wichtig? Nee, das haben wir noch raus. Ist okay. Und der Rest müsste gleich eintrudeln an Nachrichten. Aber wir haben jetzt erstmal ein Update wegen dem Recht der ersten Nacht. Also, das Recht wurde zwar so festgeschrieben, aber nach aktuellem Forschungsstand 2019 ist es nie zur Anwendung gekommen. Es war also mehr eine sinnbildliche Regelung. Es wurde, wenn es überhaupt angewendet wurde, dann nur als Abgabe von Geld an den Lehnsherrn entrichtet. Im Zuge der Französischen Revolution wurde dieses Recht dann aber aufgebauscht und bekannt gemacht. Es wurde als Vorwand benutzt, um die Revolution zu rechtfertigen und sich vom Mittelalter abzugrenzen. Interessant. Ja, weil heutzutage haben ja manche Leute auch gewisse Rechte, aber sie setzen diese Rechte niemals durch, weil halt das Volk was dagegen hätte. Das heißt, zukünftige Geschichtsforscher müssen dann auch vorsichtig sein, wenn sie die ganzen Texte durchgehen. Ah ne, sehr schön, danke dafür. So, plum 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 plum. Ich habe keine andere Wahl, als eure Bedingungen für meine Freilassung zuzustimmen. Du hättest einfach im Gefängnis bleiben können, das ist eine freie Wahl. Und die ist jetzt bei unserem Hof, richtig? Ich habe sorgsame Pflege erhalten. Krankheitswiderstand massiver Bonus. Gut, gut. Zeig mir meinen Hof. Da ist sie doch. Und sie mag uns sogar. Das ist komisch. Oder war sie das? Frau von euch? Was? Unsere Frau sieht doch ganz anders aus. Gattin von euch. Hä? Ach so, das ist die, genau, das ist Konkubine Nummer 1. Okay, okay, es wird jetzt schon kompliziert, ich sag's doch. Das ist alles, ja, egal. Was seid ihr hier? Gäste. Und hier könnten wir halt nach und nach Leute von wegrekrutieren, die wir gerne hätten. Treuherzig und hinterlistig, das sind die Besten. Die sind uns gegenüber treu, aber sind hinterlistig genug um andere, ne? Hat nur leider falsche Glaubensrichtungen. Was macht so ein Junge bei uns? Ein gieriger Denker. Oh, du bist mal... Achso, weil du noch ein Kind bist. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, wir hätten unseren ersten Asexuellen gefunden. Die sollten recht selten sein. Oh, unsere Tochter ist lesbisch. Haha, bist ein Beard. Oh, unser Ratsmarschall ist schwul. Aber das ist alles nicht öffentlich bekannt, oder? War das damals ein Thema? Ja, das sind die ganzen Kinder. Na gut, ich sollte mich nicht von sowas ablenken lassen. Wo war ich? Ich war bei Konkubinen. Und anderen Leuten am Hof. Ja, also so Konkubine mag uns nicht. Wir können ja... genau. Wir nehmen uns eine Konkubine von einem feindlichen Herrscher aus unserem Gefängnis und lassen sie dann unsere Kinder unterrichten. Das geht bestimmt gut. Was haben wir noch? Verführung. Komm, vielleicht kriegen wir sie dazu, dass sie uns... dann auch echt mag. Aber sie ist immer noch technisch gesehen verheiratet, ne? Ja, ja. Hier, versuch's einfach so. Genau, wir hören jetzt auf, einen König positiv zu beeinflussen, um unsere eigene Konkubine zu beeinflussen. Warte, welche? Das war hier unser Neffe, richtig? Der mag uns doch schon ziemlich. Ja, genau. Unsere Konkubine ist viel wichtiger. So, du. Komplott. Gut. Zum Thema unangewendete Rechte.
meint gerade der Chat. So gibt es zum Beispiel in manchen amerikanischen Bundesstaaten noch das Recht, seine Frau mit einem Stock zu verprügeln, der nicht dicker als ein Daumen sein darf. Das ist aber ein ganz schön dünner Stock. Was ist denn ja? Wobei, das kann Zwiebeln. Okay, gehe ich nicht näher auf ein. In Hessen gibt es auch immer noch die Todesstrafe und ich habe auch dagegen gestimmt, sie aus dem Gesetz zu streichen. Okay. Gibt es? Aber ja, ist wieder so eine Sache, die niemals angewendet würde. Man nehme sich ein Beispiel an Hessen. Das sollte man in Amerika doch sehen, dass Todesstrafe als Abschreckung nicht wirklich funktioniert. Außerdem trifft es die Falschen. Die zu nicht reichen. Aber das wird schon wieder zu politisch. So, also, wir haben eine Konkubine, die betüdeln wir gerade, dass sie uns mag. Wir haben jetzt das Oberhaupt von unserer Familie. Und als Oberhaupt der Familie sagen wir, lasst verdammt nochmal die doofe Insel da in Ruhe. Kommt nach Hause, dann vereinigen wir hier das ganze großskandinavische Reich und dann gucken wir weiter. Gut. So haben wir jetzt rumgehupt und machen gar nichts, weil wir erstmal Gold und Truppen brauchen. Und Prestige und überhaupt. Was? Jarl Siegfropp hat euch als Dynastie überhaupt. Das ging viel zu schnell. Moment mal. Moment mal. Wo ist. Haus überhaupt. Der da. Mein Neffe. Bloß weil er König ist von einem Riesenreich. Erdreistet er sich. Der sieht sogar älter aus als wir, oder? 44. 46. Okay, wir sind nur 2 Jahre älter. Aber trotzdem sind wir hier in der Bruderreihe und du bist nur so ein Neffe. Warum hast du nur noch ein Auge? 28. Autsch. Geistesgestörter Abenteurer. Das ist unser Familienoberhaupt. Oh Mann. Berserker einäugig. Gesundheit schwerer Malus. Ja, vielleicht stirbt er ja dran. Du bist unverheiratet und bist gerade das Haupterbe. Heirat arrangieren. Mit Ecki. Ecki ist ganz knuffig und klein. Den kannst du super manipulieren, weil du älter bist. Ja, 5 Jahre älter. Wird nicht annehmen. Sie sind verwandt und ihre Kinder könnten inzüchtig sein. Da sind 2 Ecken drumrum, das geht schon. Ich hier so ein Chat und schreit gerade, was? Kinder dieser Ehe werden in das Haus Sigurd geboren. Ja, es ist zwangsweise. Wie kriegen wir jetzt die Ehe dazu? Ihr habt kein Druckmittel gegen Jarl Siegfried. Okay, wir müssen ihn mehr Geschenk schicken. Geschenk schicken. So, seine Meinung ist jetzt hoch. Jetzt hätten wir gerne. Das ist gar nicht er. Das ist gar nicht der König. Oh, welcher war das jetzt? Das war jetzt nicht die Königsgeschichte, sondern die Dynastiegeschichte. Was gehört ihr überhaupt? Ein Herzogstum. Kann ich das irgendwie ausmachen und das offen lassen? Ja, super. Wo blinkt's gerade?
da hinten. Na gut, jetzt haben wir ihn gerade schon bestochen und alles. Das sollten wir jetzt weiter durchziehen. Also du, deine Tochter, Heirat arrangieren, Eki wird annehmen, abschicken. Mein teurer Onkel, allzu gerne nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Euer Sohn Eki und meine Töchter und Erbin Milfelöle verloben sich. Also schön, dass schon mal das mit dem Erben mit drin ist. Etwas verstörender ist... Egal. Ja, ausgezeichnet. Raus. Hey, ist Königsfamilienkram, das gehört dazu. Das wird noch schlimmer in den kommenden Jahrhunderten. Also gerade hier drüben, ne? Und hier. So, das heißt, wir haben jetzt noch mehr... Die sind jetzt auch automatisch Verbündete von uns, richtig? Wegen der Hochzeit? Verbündet mit... Häuptling Dörfen. Das sind die da oben. Und genau, das ist jetzt durch Eki. Sind wir mit denen verbündet? Das sind die hier drüben. Ist ja schön, wenn beim Mausober das schon irgendwie dahin gehen würde. Wenn ich da jetzt raufklicke, springt er auch gleich hier auf das andere um. Und das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte hier bleiben. So. Also, Wärmland haben wir. Südreja. Haben wir. Dann den Schweden-Tübi. Durch Heirat von unserer lesbischen Tochter mit seinem viel zu gut aussehenden Jungen. Der ist hetero, ganz bestimmt. verbündet mit... Ja, und mit unserem Sohn sind wir auch verbündet, der da oben ist. Ja, wird doch langsam, sehr schön. Also wir haben nicht viel kriegerisch erobert, auch wenn wir die letzten Jahre recht viel Krieg getrieben haben. Aber was so Diplomatie angeht, kommen wir gut voran. Das heißt, eventuell müssen wir auch erstmal keinen Krieg führen. Und können das dann machen, wenn unsere Geldvorräte und das Prestige ein bisschen besser aussieht. Also wir noch mehr Konkubine haben. Und dann suchen wir uns irgendwo ein leichtes Opfer raus. Das ist okay. Das heißt, ich drehe die Zeit mal einen Ticken hoch. Und so zwischendurch ein, zwei Events, die Gold geben, wären super. Weil recht häufig kommen ja Entscheidungen, wo man denn irgendwas Tolles machen kann, wo man Geld verliert. Oder man macht einfach nichts und kriegt dann ex nihilo Gold zugeschoben. Ich habe in der Armee engagierter Ehepartner für 10 Jahre erhalten. Der durchschnittliche Kriegsführungswert eures Oberhäuptlings hat diesen Glücksfall verursacht. Ach so, weil er selber die Armeen anführt. Ja, muss er ja als Anführer, ne? Das kam ja auch erst später, dass die Anführer immer weiter nach hinten gegangen sind. Oh ja, mach du mal. Ist okay. Stirb für mich im Ausland, ist okay. Eure Bekanntschaft Otter af Mysso hat Dora Sigisgutr geheiratet. Ah, die waren vorher nur verlobt. Ja, aber es ist leider nicht matrilinear. Richtig? Vier Ansprüche. Fallen gelassener Anspruch. Die böse Abenteurerin. Sadistisch, ehrgeizig und sprunghaft. Wo kann ich sehen, wie die Hochzeit war, ob die matrilinear war oder nicht? Ich denke mal bei meinem Reich Nachfolge. Ne, steht nur unser direkter Nachfolger.
im Nachfolgefall verlorene Titel 2 an Eki. Bundteilung des Reiches. Wir verlieren Visby. Miss. Also Gotland ist da hinten. Ah, Visby verlieren wir. Und da oben was, ne? Das ist beides auf der Insel. Einmal das Herzogtum und einmal... Ja, gut. Also wir verlieren diese kleine Insel da. Aber auch nur so ein bisschen und das ist okay. Was macht ihr da? Warum belagerst du mich? Anwärterrebellen. Könnte ich bitte darüber informiert werden, dass ich angegriffen werde? Nutzlose Volkszählung. Armee. Als Armee ausheben. Ah, falsche Ecke. Keine Ahnung, warum das hier gerade passiert, aber es passiert. Klima ist tot. Wie? Ui. Kleinkönigin Grimma von Nordmann. Was zur Hölle hat unsere Hofälzin da gerade gemacht? Ja, lüstern, gefühllos und ehrgeizig. Wird absolut ihrem Namen treu. Verbündet mit Jarlstein Skulison von Nordmannarmee. Wo ist er? Da unten, Smolensk. Ja, also sie wurde wohl einfach nur abgeworben. Chat sagt, die wären rot, wenn du gegen die kämpfen kannst. Ja, aber die kommen einfach hierher, können unsere Gebiete belagern und wir dürfen nicht eingreifen? Also wenn das Aufständische sind, muss man die doch niederschlagen können. Fremd bei Hofe. Mehrere Male in den letzten Tagen ist mir bei Hofe ein geheimnisvoller Herumtreiber namens Blub aufgefallen. Mir kommt allerdings weder sein Gesicht bekannt vor, noch kann ich mich an die Nachricht seiner Ankunft erinnern. Er bringt Stunden mit ernsten Gesprächen mit anderen Höflingen zu und lässt an der abendlichen Tafel nie auch nur einen einzigen Krümel auf dem Tellern. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber wegen irgendetwas an ihm sträuben sich mir die Nackenhaare. Wie viel Unfug kann ein Herumtreiber an ein oder zwei Tagen wohl stiften? Sehr, sehr viel. Aber allein die Tatsache, dass ich reinschleichen konnte, dass er ordentliche Gespräche führen kann mit Leuten, die er eigentlich nicht kennt und gebildet wirkt, ist er entweder ein Spion oder ein gelangweilter Gelehrter. Dies wird dramatische Effekte haben. Minimale Effekte haben. Ja, also wie gesagt, ist es eventuell ein Spion? Oder es ist eventuell eine gute Persönlichkeit, die wir dadurch anheuern können. Dramatisch heißt nicht unbedingt negativ. Ne? Dramatisch kann auch gut sein. Und unterhaltsam. Außerdem ist unser Spielercharakter gesellig. Und der geht jetzt einfach zu ihm hin, klopft ihm auf die Schulter und macht ihn zu unserem Ehrengast, weil er sich erfolgreich hier reinschleichen konnte. Und wir gucken mal, was passiert. Eine Katastrophe. Natürlich. Eine Katastrophe. Blub hat mir meine Gastfreundschaft so vergolten, dass er mich nachts ausraubte und jedes Stück glänzenden Metall oder exotischen Stoff an sich brachte, dessen er habhaft werden konnte, ehe er auf meinem besten Pferd davonritt.
Offenbar war der geheimnisvolle Fremde in Wahrheit ein Neiding auf der Flucht. Was ist ein Neiding? Für ein Verbrechen verurteilt, das derart niederträchtig war, dass er Familie als eidlos, ehrlos und rechtlich gesehen tot erachtet wird. Er heißt Neiding. Achso. Diese Schmach schmerzt tief. Verflixt. Also, er haut einfach nur ab. Und seine Diplomatie steigt um Werte, Kriegsführung, bla bla bla. Also, das ist er hier, ne? Ja. Er kriegt ganz viele Stats, weil er das hier durchziehen konnte. Wird dafür enterbt. Erhielt Neiding. Warte. Dieser Charakter ist den Nordgermannen ein Nichts, das als tot erachtet wird und sogar noch unter einem Unfreien steht. Alle hassen ihn. Er erhielt die Eigenschaft Hexe. Meinung über Charaktere mit der Eigenschaft Hexe plus 20. Dies ist ein Verbrechen gegenüber asatruischer Meinung, Einkerker hinrichten. Hä? Und wir haben 100 Gold verloren. Okay, also das können wir machen. Aber dadurch ist er wohl jetzt auch ab sofort ein Charakter in der Welt. Und man könnte ihn irgendwie rekrutieren oder hinrichten oder was auch immer. Oh, er hat sogar in deinem Namen einen Kredit aufgenommen. Minus Gold, ja. Na, ich denke, das soll eher die Luxusgüter darstellen, die er mitgehen hat lassen. Oder wir können ihn zu unserem Rivalen machen. Dadurch kriegt er die gleichen Stats. Wir verlieren trotzdem unser Gold. Aber er hasst uns. Ja, nee. Ich werde nicht eher ruhen, bis dieses Nei-Ding. Ja. Nei, wie nichts, und Ding wie Ding, also dieses nichtige Etwas, gefunden ist. Das heißt, wir haben jetzt einen Rivalen. Da ist er. Haus Wiss. Eigentlich sollte er kein Haus mehr haben, oder? Befindet sich in Zierland. Irgendwo. Ein lebendes Mitglied, ja nur er. Er wurde auch gerade von der KI quasi erschaffen. Also. Maximale militärische Stärke 0. Baldurs Gerechtigkeit gilt es als Schwur. Baldur? Wie Baldurs Gate? Ha, gucken, was da der Hintergrund von ist. Achso, und hier können wir nichts machen, also heben wir die Armee nicht mehr aus, sondern lösen sie auf. Und wir machen wieder einen neuen Sammelpunkt in der Hauptstadt. Und dich weg. Gut. Blub ist ab sofort dein Rivale. Jo. Ich glaube, es hat sogar irgendwie einen positiven Effekt, wenn man Rivalen hat. Also Feindbilder sind immer gut. Gerade in der Politik. Auch wenn das hier eher eine Riesenschmach war. Aber okay. Euer Sohn, Häuptling Quarks, hat Irsa Brynjulfsdotter auf Aftargard geheiratet. Böses Gierschlund. Ach, sei Trump, ja, okay. Gut. Fraktion gegen euch erschaffen. Häuptlingstum von Gotland hat einen Bauernpöbel mit euch als Ziel. Das müssen wir uns angucken. Oberhäuptling fördert die Ritterlichkeit. Boah, geil. Ja, sehr schön. Fraktion. So. Bauernpöbel. Will niedrige Gemeindekontrolle. Unzufriedenheit 6%. Ein Mitglied. Bauern aus Gotland. Gotland ist das komische Inselding da, oder? Es ist Öland, Gotland. Wir haben nicht mal eine stärkere Präsenz da. Ah, ist komisch. Vasallen, die keine Fraktion beitreten können. Quarks und Björk. Brauchst du nicht einen neuen Arzt? Oh ja, stimmt, da hast du recht. Aber Geld sieht gerade nicht so gut aus.
Da müssen wir das ein bisschen wieder hochticken lassen. Ich glaube, kostete 50 Gold die gute und die andere 15. Und notfalls müsste auch eine von unserem Hof das machen können. Die Tempelgode, glaube ich. Ihr könnt Vasallen daran hindern, Fraktionen beizutreten. Indem ihr sie zu euren Freunden dafür gefangen habt. Was kann ich jetzt hier gegen machen? Ich glaube, also früher konnte man unseren Ratsspitzel. Momentan Feindkomplott-Widerstand. Unkomplett Komplott-Aufdeckungschance. Muss ich die dazu nach Gotland stecken? Das macht er einfach so überall, ne? Ja, dann lassen wir ihn einfach mal so. Das wird schon, das ist nur ein kleiner Aufstand. Das sollte nicht so schlimm sein. Vorzüge verfügbar. Oh, gut. Direkte Vasallenmeinung plus 10, Meinung Lehnsherr plus 20. Monatliche Tyrannei minus 0,15. Nein, 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 wir wollen tyrannisch wirken. Zum Einschüchtern und so. Kosten sind niedriger. Volksmeinung plus 50, ja. Aber das wird er nicht erreichen. Der wird bald sterben. Kann die Entscheidung Titelverkauf nutzen? Ja, nicht hier. Vasallenmeinung plus 10. Klingt sehr gut. Raus. Dann. Den Großblöd können wir abhalten, aber wir haben zu wenig Gold. Eine Fraktion kann gefährlich werden, wenn man ihr nicht Einhalt gebietet. Öffnet diesen Ratschlag, um eine Erklärung der Fraktionen zu erhalten und zu erfahren, wie ihr am besten mit ihnen umgeht. Ich klicke da mal sicherheitshalber drauf. Er hat sich doch ein bisschen was getan. Keine Panik, falls sich eine Fraktion gegen euch bildet. Euch bleibt noch Zeit, die Dinge ins Lot zu bringen. Vasallen und Grafschaften treten Fraktionen bei, wenn sie mit eurer Herrschaft unzufrieden sind. Dagegen könnt ihr vorgehen, indem ihr ihre Meinung von euch erhöht oder versucht, gefürchtet zu werden. Da bin ich schon dabei. Ihr könnt Fraktionen vermeiden, indem ihr die Meinung eurer Vasallen von euch erhöht, nicht zu schnell in einer Eroberung durchführt und dafür sorgt, dass Anspruchsteller, die beliebter sind als ihr, bedauerliche Unfälle erleiden. Häufig bleibt Zeit, eure Vasallen zu beschwichtigen, bevor die Fraktion ihre Forderung durchsetzen kann. Nutzt diese Zeit weise. Grafschaften mit niedriger Volksmeinung treten gerne einer Bauernfraktion bei. Das hatten wir jetzt oder haben wir jetzt hier in Gotland. Anders als andere Fraktionen wird sich diese Fraktion immer erheben. Ganz gleich, ob ihre Pläne Aufsicht auf Erfolg haben oder nicht. Manchmal muss man die Bauern einfach in ihre Schranken weisen. Ihr solltet Bauernfraktionen immer im Auge behalten. Falls sie zuschlagen, während ihr euch im Krieg befindet, kann das eure Kontrollen erheblichen Schaden zufügen. Ja, auf jeden Fall. Also gut, wir müssen damit rechnen, dass hier bald ein paar Bauern aufstehen. Dann kommen wir mit unseren 1900 Mann, verprügeln die alle einmal und dann ist gut. Okay. Vollplatsch sagt, du bist ja schon lange im Amt. Kannst du vielleicht die Erbgesetze ändern? Ändern. Ihr habt keine begrenzte Stammesautorität. Ihr habt einen oder mehreren mächtigen Vasallen mit einer negativen Meinung von euch. Ist dagegen. Der da. Ist gegen alles, ne? Alle mächtigen Vasallen müssen jeder Änderung des Nachfolgerechts zustimmen. Unsere Kurbine mag uns inzwischen, ne? Und beeinflusst den mal. Ah, du brauchst noch mehr Autorität. Das solltest du für die nächsten Generationen vorbereiten. Autorität? Wo ist das nun schon wieder? Und wir haben keinen Schreckenswert mehr. Wie kommt das denn? Okay, weg. Müsste auch bei den Gesetzen sein, unter dem Domäne eventuell. Hier.
Das Geschlechterrecht. Ah, hier, Stammesautorität. Gesetz begrenzte Stammesautorität verabschieden. Charaktere können eingekerkert werden. Stammesherrscher mit nicht-tribalistischen Lieges können sich niederlassen und werden somit Feudale und Clansherrscher. Dadurch mögen die uns mehr. Dadurch mögen sie uns nicht mehr, aber wir können sie einkerkern, wenn sie missbauen zum Beispiel. Dadurch mögen sie uns weniger. Wir können Titel aberkennen, Vasallen entziehen. Dadurch mögen sie uns absolut nicht. Was hat das noch für Vorteile? Bisher sehe ich nicht wirklich. Also man hat mehr Kontrolle, man kann aber Leuten Titel entziehen und so weiter. Aber dadurch mögen sie einen nicht. Und wenn sie einen nicht mögen, geben sie einem weniger Truppen und dergleichen. Das ist schon schwierig. Das muss wohl ganz voll sein, damit du die Nachfolge ändern kannst. Das heißt circa 3 Generationen. Uff. Titel entziehen ist doch super. Ja, ist es. Aber wenn dadurch alle uns um 30 Punkte weniger mögen, ist das echt schwer aufrechtzuerhalten. Also ein Reich. Na gut, probieren wir es mal. Das war jetzt unepisch. Neue Münzen braucht das Land. Das hatten wir schon mal. Das ging in die Hose. Silbermünzen. Entwicklungszuwachs 5%. Prägt Goldmünzen, die mein Antlitz tragen. 350 Prestige. Oder 50 Gold. Nur wenn es gut läuft. Nee, mach's mit dem Prestige. Prestige ist doch super wichtig. Gerade auch wegen möglichen Krieg gegen irgendein kleineres Opfer in der Nähe. Damit wir auch Söldner anheuern können und so weiter. Wir haben immer noch kein Gold für ein Großblatt. Oh, es wurde mehrfach angemerkt, dass ich es falsch ausspreche. Und ich denke, ich spreche sehr vieles hier falsch aus, weil ich mich damit noch nicht auskenne. Aber das Ding hier taucht doch schon öfters auf und scheint auch eine recht wichtige Veranstaltung gewesen zu sein. Also falls einer von euch mir sagen könnte, wie ich es richtig ausspreche, dann bitte jetzt tun. Und ich versuche es dann so hinzubekommen, dann könnt ihr sagen, ob es so besser klingt. Und so kann ich vielleicht nach und nach auch dahin gehen, was dazu lernen. So, weiter. Die sind weiter am Kaputtschlagen. Oh. Die Bestie von Roskilde. Mein Jarl schnauft Wacken. Wacken? Während er auf mich zugestampft kommt und mein Kind Ecki am Ohr hinter sich herzieht. Oh, Ecki. Ecki, Ecki, Ecki. Dieses verfluchte Kind legte sich als Wolf verkleidet hinter irgendeinen Ecken auf die Lauer, nur um schreiend aus seinem Versteck hervorzuspringen und die Leute zu Tode zu erschrecken. Das ist ehrlich gesagt einfach nur urkomisch. Dadurch mag uns Ecki mehr, aber Ecki mag uns schon ziemlich sehr. Und Wagen mag uns nicht. Wagen ist ein wichtiger Typ, oder? Das ist unser Champion. Aber er mag uns mit 84 Punkten, das wäre also okay. Ihr drangsaliert mein Kind, ihr seid hiermit verbannt. Nee, nee, nee. Das schert mich an, wirklich an geringen Gericht. Ja, also beide mögen uns. Und dadurch machen wir nur deutlich, dass die das schon. Na, ja, nicht unter sich regeln sollten. Aber es ist halt nicht wichtig genug und dadurch kriegen wir Prestige und das ist okay. Ja, schert mich nicht wirklich. Und Ecki rechtfertigt sich gerade im Chat. Das ist alles ein Missverständnis, ich kann das erklären. Du wurdest von einem Wolf angesprungen und hast dich unter seinem Fell versteckt, dann, nachdem du ihn erschlagen hast. Und dann bist du nur aus dem Gefängnis erst im Gebüsch gekommen, um Leuten das zu sagen. Gold wird echt nicht besser.
Ein Ratschlag. Ich schlendere durch die Marktstände von Roskilde und eine schwere Geldbörse zieht meinen Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Du hast keine schwere Geldbörse, du hast eine negativ gefühlte Geldbörse. Ich bewundere die Waren eines örtlichen Steinmetzes. Perfekte Geometrie ist eine solide Investition. Ja, Quader über alles. Als mein Neffe Jarl Siegfrob plötzlich an meiner Seite steht. Darf ich euch einen Ratschlag geben, mein Fürst? Seht euch den Stand des Juweliers dort drüben an. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Ich investiere in eine Steinwerkstatt für 20 Gold. Dafür kriegen wir mehr Steuern. Und Sachen werden schneller gebaut. Oder Juweliere. Jarl Siegfried wird unser Freund. Und wir kriegen mehr Prestige und 20% mehr Steuern. Probieren wir das. Oh. Ja. Da sind wir jetzt noch mehr im Negativen. Ja, aber hoffentlich kommen wir dadurch schneller wieder raus, weil es eine gute Investition war. Und wir brauchen Gold. Können wir nicht irgendwie auch noch Gold machen? Und sagt jetzt nicht plündern gehen. Aber beim Plündern haben wir irgendwie 2-3 Goldmünzen bekommen und mussten durchgehend mehr bezahlen für unsere Truppen. Also, das ist nicht wirklich ein gutes Mittel. Oh, und ich sehe gerade, wir sind schon bei 1 Stunde 10 Minuten. Das geht ja nicht, ne? 1 Stunde ist der Plan. Das heißt, für heute ist es vorbei. Es war recht ruhig. Kein Krieg. Aber wir kommen trotzdem gut voran. Also unsere Familie zumindest. Ich denke aber beim nächsten Mal sollten wir uns irgendwas Kleines suchen. Auch wenn das nicht gut kommt im Krieg. Aber vielleicht zwitschert ja irgendein Vögelchen uns, wie wir noch Geld verdienen könnten für den Krieg. Weil Geld leihen ist ja nicht mehr. Das war ja bei Crusader Kings 2 immer so das einfachste Mittel. Aber das gucken wir dann. Ja, dann wie gesagt für heute vorbei. Wir sehen uns eventuell morgen zu Evil Genius 2. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis denne. Aber auch gerne noch subscribe. Dankeschön. Immer nur Mini-Streams, Schnief. Ja, wie gesagt, wenn ich längere mache, dann meckern wieder Leute und so hat jeder mal zwischendurch seine Thematik. Mit 4 verschiedenen Stream-Projekten plus 3 verschiedenen Let's Play-Projekten und so. Aber ich versuche es einzudampfen.